Abend, Freunde. Zu später Stunde möchte ich die Sendung fortsetzen. Who is who, wer ist wer? Und heute möchte ich mal einen ganz speziellen Gott vorstellen, der mehr wie ein Zwerg aussieht, aber er fällt unter die Gruppe der sogenannten Familiengötter. Es ist der lustige Bess. Und Bess hat eine sehr unbestimmte Herkunft. Im alten Ägypten waren die Zwerge sehr beliebt, so wie auch im europäischen Mittelalter die Zwerge an den Höfen eine tragende, humoristische Rolle spielten. Es ist nicht ausgemacht, woher dieser Bess also kommt, aber Wissenschaftler gehen davon aus, dass er irgendwo aus dem Herzen Afrikas kommt, denn er passt so gar nicht in seiner Gestalt zu den Göttern, wie wir sie im alten Ägypten kennen. Bess wird sehr oft etwas in verwachsener Form dargestellt, zeigt aber lustige Posen, zum Beispiel er spielt Gitarre oder er tanzt und er verfügt über einen langen Tierschwanz und er ist immer nackt dargestellt, sodass man also auch die Genitalien immer sehen kann. Das hat natürlich auch eine Rolle, denn als sogenannter Hausgott war er dafür verantwortlich, dass es im Bett und in der Ehe stimmte. Die alten Ägypter waren nicht so puritanisch, wie wir uns heute manchmal geben. Dort wurde offen über alles das gesprochen, was sich in einer Familie abspielte. Denn es war natürlich und es gehörte zum Leben. Und dieses Leben musste gefördert und unterstützt werden. Geht man also heute in ein Ladengeschäft in Ägypten, meistens ja auf dem Basar, und versucht dort einen Bess zu bekommen, dann ist die Auswahl nicht allzu groß. Es gibt standardisierte Produkte, die als reine touristische Ware hergestellt wurden. Aber Gott sei Dank sind wir in der Lage, als Ägypten-Shop.com, Ihnen ganz spezielle Produkte anzubieten, die also auch von handwerklichem Können zeugen. Je nach Geldbeutel muss also jeder selbst entscheiden, ob er möchte eine billige Ware haben, die zwar den Zwerg in einer gekünstelten Form darstellt, oder ob er möchte ein Schmuckstück in seinem Haus haben, in dem er zeigt, das ist der Hausgott und ich hoffe, dass er ein bisschen Erbarmen mit mir und meiner Frau und meinen Kindern auch in der Zukunft hat. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Tschüss.